ganz vergessen, wie groß das hier alles war. Hat da gerade jemand Holz gefällt? Das klang so. Wer immer mich hier schikaniert und die Türen schließt. I'm happy to see you again, my friend. What news do you? Na, geht doch. Und schon ist Noroel Meister mit dem Schwert. Wisst ihr, was ich glaube? Ah ne, Lev ist gar nicht hier. Sonst wäre ich jetzt zu ihm gegangen, hätte mich teleportiert zur Heldenschmiede. Das wäre wahrscheinlich schneller gewesen als jetzt hier. Nee, wobei ist es nicht. Ist es doch nicht, denn wenn wir die Burg Port Myron hier durchlaufen, dann sind wir ja direkt schon fast bei den Vantierbergen. Das ist ja direkt vor der Haustür. Also verwerfe ich meinen törichten Gedanken sofort wieder. Und sonst so. Du hast da Hack am Mundwinkel. Was blaffst du mich so an? Woher soll ich wissen, wie das kommt? Weiß ich doch nicht, was du für ein Müll nicht reinfrisst. Oder war das Dönerfleisch? Könnte auch Dönerfleisch gewesen sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann der Zeit kommen wird, an dem der Döner den Menschen ersetzen wird. Kann nicht mehr lange dauern. Der Umbruch wird kommen. Das Zeitalter des Döners rückt näher. Wow. Tja, die Tür ist nicht verbarrikadiert, gar nichts. Jetzt erklär mir mal, wieso ich das eben nicht konnte. Verdammter. Warum könnt ihr kein Rülpsisch? Das war verdammter. Sollte verdammter Bug heißen. Cool, Olaf Schubert. Live. Lustig. Olaf Schubert ist lustig. Ich mag Wortakrobatik. Ne, ist verbuggt. Ich kann die Burg nicht mehr so betreten. Ich bin froh, dass das für mich kein großartiges Problem ist. Sonst hätte ich echt miese Laune. Alter, ich war gerade auf 6 FPS runter. Es reicht irgendwann noch mal. Da ist meine persönliche Schmerzensgrenze erreicht. Zurück in den Vantierbergen. Es ist lange her. Das Grabmal des großen Grauens wartet auf uns. Antworten im Falle Dunstan warten auf uns. Gehen wir mal jetzt hier lang. Da ist was. Was ist das? Ein Feuerelement. Mit Feuerelementaren kann ich leben. Oh, das war knapp. Mittlerweile brabbel ich das im Schlaf auch vor mich her, hat mir meine Mutter gesagt. Und meine Schwestern. Und alle haben Angst. Um meine Gesundheit. I kill you. Den kill ich mal wieder aus der Entfernung. Das gefällt mir bei denen irgendwie besser. Oh.
And so easy is that. Rockner heile ich nicht. Ihr wisst ja warum. Der macht so doch viel mehr Schaden. Was ist das? Zwergensaal. Aber es war klar, dass sich hier viele Zwerge aufhalten. Erling. Guten Tag, Schatzjäger. Ich heiße Erling und dies ist Botilda, die weiße Eule. Starrt euch stumm an. Klatscheule. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Kundschafter des Winterwind-Clans Tiere abrichten. Nerze, Dachse, manchmal auch Bären oder Wölfe. Ich habe schon immer Vögel sehr gemocht, vor allem Eulen. Sie sind klug und treu und ihre Nachtsicht macht sie zu ausgezeichneten Kundschaftern. Botilda ist mein dritter Vogel. Ich richte sie jetzt seit 6 Jahren ab. Wer ist das? Geisli. Na shit, ich bin Geisli. Was kann ich für euch tun? Glasbläser. Ich bin Glasbläser vom Beruf. Wir Zwerge sind in ganz Aschern berühmt für unsere Meisterschaft in der Kunst, Buntglas herzustellen, mit dem wir unsere Häuser von innen verschönern, vor allem rings um unseren Herd. Ich sehe dumm aus. Diese großen Fresken beschreiben normalerweise die heldenhaften Abenteuer unserer Vorfahren. Wenn das Feuer in der Mitte des Hauses brennt, ist es so, als würde die gesamte Familiengeschichte an den Wänden lebendig. Cool. Danke für deine lebendige Art und Weise, das vorzutragen. Warum pennen die denn schon wieder alle ein? Was ist los mit euch? Mann, mir fehlt immer noch ein Ziel, eine Zielscheibe. Wo ist sie? Das ist ein Nager. Und das ist ein Obelisk. Ich glaube, der vorletzte. Der Text ist abgeschnitten. Wie soll ich das lesen? Das nervt mich. Redet mit dem Nager. Changbo. Ich bin Changbo, ein Vasall von Daimyo Yubo und zugleich Vogt von Strandholm. Sucht ihr eine Ausbildung oder befindet ihr euch ebenfalls auf einer Pilgerreise? Großmeister mit 2 Waffen. Cool. Pilgerreise. In meinem Clan ist es Sitte, sich einmal alle 2 Jahrzehnte auf eine einjährige Pilgerreise durch ganz Talan zu begeben und die alten Schalassa-Schreine zu besuchen. Tja, aber natürlich hätte ich diese Reise nicht ohne Daimyo Yubos Wissen und Zustimmung machen können. Bis zu meiner Rückkehr hat sie ihre Vasallen Katsue, Kenta und Arashi, alles gute, vertrauenswürdige Leute, zu den Regenten von Strandholm ernannt. Vogt von Strandholm. So, nach der zweiten Blutmondfinsternis und nach ihrem Sieg über Gerhard Wolf wurde Daimyo Yubo die neue Wolfherzogin. Sie hat mich nach Hashima zurückgeschickt, um ihre dortigen Besitzungen rund um den ehemaligen Wolfhandelsposten Strandholm zu verwalten. Tja, dies ist eine große Ehre und eine große Verantwortung. Gut, dich werden wir innerhalb dieses Spiels nicht mehr brauchen. Ja. Jetzt muss ich hier wieder weg, denn wir kommen über einen anderen Ilat-Segen noch höher den Berg hinauf. Dafür muss ich aber erst wieder eine Ebene runter. Und dann muss ich hier lang. Krass, wie groß die Vantierberge sind. I like this a lot. So, eine weitere Ebene hinauf. Und die Luft wird wahrlich dünn. Sie wird verdammt dünn und ich glaube, wir haben die höchste Ebene erreicht. Ich sehe Dunkelelementare, ich sehe Feuerelementare, ich sehe jede Menge Bosheit. Bums. Troms. Versucht euer Glück. Das war Nummer 1. Das war scheiße. Das war gar nicht so schlecht. No. Und das war's schon. Ein Buch. Und da vorne ist schon wieder eine Höhle. Was war das jetzt für ein Buch? Kein Tooltext, kein gar nichts. So,
war ein Scheiß immer. Ich hasse sowas. Ja, ja, macht mal. Ja. Stuttgart! Wir haben über Stuttgart gehört. Das sollte doch eine alte Zwergenstadt sein. Cool. Was es hier noch alles für Dungeons gibt. Nicht zu fassen. Das muss dann bestimmt auch ein großer Dungeon sein. Das wird das Grabmal des großen Grauens sein, so wie das aussieht. Climbing a mountain at night. Whose great idea was this? Tja. Was nehmt ihr auch solche Aufträge an? Ach so, das ist ein 100 Gesichter ergeben eine unbeständige und gefährliche Meisterin. Am Malassertag sollt ihr herkommen und beten. Ich werde nie wieder zurückkommen. Nie wieder. Malassa in Trauer. Something is coming your way. Be ready. Oh, oh, oh. Great! I need to hit something! Dunkelelementar. Ja. Sogar Elite-Dunkelelementar. Ich habe so viel Mitleid für euch. Oh, den Segen brauchen wir gleich bestimmt. Wo führt das denn noch hin? I prefer climbing trees to climbing mountains. Ich bin so einfältig, dass ich nur zeigen kann. Trotzdem leite ich Leute auf der ganzen Welt. Kompass. Ganz klar. Oder Karte. Karte oder Kompass? Karte. That won't work. Nein, dann ist es ein Kompass. Oder ein Navi. Das ist ein Kompass. Das war einfach. I'm no expert, but this looks valuable. Konnte man sofort drauf kommen. Well, so. Thank you for that. Es ist bezeichnend, dass wir hier so viele Buffs jetzt kriegen werden. Das heißt, im Grabmal des großen Grauens muss es groß und grausig zugehen. Holy shit. Grabmal des großen Grauens betreten. Here's some easy money for what? Holy shit. Holy shit, Leute. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ich glaube nicht, dass da unten schon der Endboss ist. Yes! More glory. Power is in me. Wir haben den dritten Akt abgeschlossen. Und treffen einen mysteriösen Elfen. Der vielleicht der gleiche Elf ist, den wir in der Heldenschmiede getroffen haben. Also haben die Schatzjäger eine Sache gefunden, für die es sich zu kämpfen lohnt. Aber es ist auch eine Sache, für die es sich zu sterben lohnt. Aber es ist auch eine... Ihr werdet es herausfinden. Ich hoffe, ihr fürchtet euch nicht vor dem Dunkel. As the large stone doors closed shut behind them, true fear descended upon the raiders. There was no way out. And they had no knowledge of the horrors waiting for them in the belly of the mountain. But they did not give up. Even the darkest shadows could not smother the tiniest spark of hope. They would shield themselves with comradeship, arm themselves with resolve. And they made an oath to the memory of their mentor that the Tomb of a Thousand Terrors would not become their final resting place. Ich hoffe es. Also, wir wissen, dass eine legendäre Abenteuergruppe rund um Shiva und Dunstan hier ihr Ende gefunden hat. Werden auch wir unser Ende hier finden? Stufen in der Fertigkeit Arkane Disziplin. Mal gucken, wie das noch wird. Wir vergeben jetzt erstmal Punkte.
Vergebe ich dir auf Glück. Jo. Was kann der denn nochmal lernen hier? Kann der ein bisschen aufsteigen? Borim ist der Nächste. Borim bekommt von mir Macht hinzu. Und schwere Rüstung. Ja, bei ihr bin ich mir halt nicht sicher. Wir machen jetzt einfach erstmal Ausdauer. Hier kriegt sie von mir Wahrnehmung. Und du? Bist gar keine Stufe aufgestiegen. Wie schade für dich. Richtig, ihr fehlen ja 500 Erfahrungen. Ja, es ist sehr düster hier, merken wir gerade schon. Nee. Es fühlt sich echt nicht richtig. Was ist das? Was ist das für ein Geschöpf? Etwas, was gut Schaden nimmt. Etwas, was mir auf jeden Fall keine Angst macht. Schattenleser. Oh, wir können zu Yasat zurückkehren. Cool. Wo haben wir diese Schattenleser? Da. 855. Das muss ein Gesichtsloser sein. Ich gehe davon aus, dass dieser Dungeon besonders groß ist. Auf jeden Fall sind wir im finalen Akt von Might and Magic 10 Legacy. Yes! Das bedeutet aber nicht, dass dieses Let's Play schon vorbei ist. Es fehlen noch so viele Dungeons. Yes! Ein großer Saal. Ist nichts mehr. Something is coming our way. Be ready. Oh oh. Naja. Besonders Angst habe ich eigentlich nicht. Weil ich ja genau weiß, wozu meine Gruppe fähig ist. Ah. Wir heilen Rognar nicht. Okay, jetzt heilen wir ihn doch. So. Hier gibt es etwas zum Graben. Oh, Auferweckung. Das kann nur heißen, dass es hier wirklich hart zur Sache gehen wird, wenn wir so ein... Das heißt, damit können wir Tinara einmal aus ihrem, von ihrem Tod... Ach du Scheiße. Looks like they smelled us. Who forgot to take a bath? Sieht aus wie eine Festung der Dunkelelfen.